Der Bericht unseres zweiten Sonderfahrtages beginnt mit der Fahrt über die Elbe. Wir sind unterwegs mit dem Zug von Pirna in Richtung Sebnitz. Ein Bahnhof hat mich schon immer interessiert. Es ist Dürr-Röhrsdorf mit drei R hintereinander. Leider sind ein paar Buchstaben hier schon verloren gegangen. Wir befinden uns im Hinterland des Elbsandsteingebirges mit vielen Bäumen am Bahndamm, die den Blick auf die Felder und Wälder ein wenig beeinträchtigen. Hier der Blick auf Stolpen und die gleichnamige Burg. Unterdessen sind wir umgestiegen und fahren von Sebnitz auf dem sogenannten sächsischen Semmering nach Bad Schandau an der Elbe. Nächste Station Bad Schandau, Nationalparkbahnhof. Wir biegen jetzt ein auf die Magistrale Dresden-Prag und gleich kommt eine Besonderheit. Denn um vom Bahnhof Bad Schandau in den Ort Bad Schandau zu gelangen, muss man umsteigen. Vom Bahnhof aus führt eine Treppe hinunter an die Elbe. Und dort nähert sich schon die Fähre, die uns nach Bad Schandau bringt. Wenn man so will, eine kurze Flusskreuzfahrt. Als ich zum ersten Mal hier war, vor 20 oder 25 Jahren, hat mich das unglaublich beeindruckt, zumal wir seinerzeit das große Glück hatten, im Sonnenschein nach Bad Schandau zu fahren. Dieses Mal war der Himmel leider noch grau, das hat sich später gelegt, aber die Ankunft in Bad Schandau ist einfach etwas Besonderes. Und eindrucksvoll oder bestürzend ist wenige Meter später die Wasserstandsanzeige des Hochwassers der Elbe von 2002. So hoch stand sie seinerzeit. Die gesamte Stadt bis zum ersten Stock unter Wasser. Unvorstellbar. Glücklicherweise sind die meisten Schäden wieder behoben und Bad Schandau strahlt. Und Bad Schandau hat auch eine Besonderheit, die Kirnitschtalbahn. Diese Bahn zum Lichtenhainer Wasserfall feierte im vergangenen Jahr ihren 125. Geburtstag. Am Kurpark ist die Endstation, dort wird umgesetzt. Und wenig später ist der Dreiwagenzug bereit für die Fahrt. Zur halben und zur vollen Stunde ist Abfahrt. Und gestern war richtig viel los. Es sind drei Züge auf der Strecke, jeweils mit zwei Beiwagen. Und von diesem Fluss hat die Bahn ihren Namen, das ist die Kirnitsch. Die Bahntrasse liegt am rechten Fahrbahnrand. Es war nicht übermäßig viel los gestern, aber für die Autofahrer empfiehlt es sich, rücksichtsvoller, noch etwas rücksichtsvoller als sonst unterwegs zu sein. Hier im Hintergrund das Depot der Kirnitschtalbahn. Leider reichte unsere Zeit nicht für eine kleine Besichtigung. Die Fahrzeuge, die im Regelbetrieb unterwegs sind, stammen vom Waggonbau Gotha aus den 50er Jahren, sind also, wenn man so will, auch schon historisch, aber sie tun ihren Dienst. Zwei Ausweichstellen gibt es an der eingleisigen Strecke und so können bei Bedarf drei Züge mit jeweils zwei Beiwagen eingesetzt werden. Die Bahnen sind zweiachsig ohne Drehgestelle. Dementsprechend, salopp gesagt, rattert es und quietscht es und der Fahrgast wird hier und da etwas durchgeschüttelt. Aber diese Fahrt ist dennoch ein Erlebnis. Auch wenn die vielen gefällten Bäume an der Seite zeigen, auch im Kirnitschtal ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Sprich, der Borkenkäfer hat sich rasant ausgebreitet. Die Fahrgastzahlen haben sich durch Corona leider halbiert, aber der Trend zeigt wieder nach oben. Knapp 110.000 Fahrgäste hatte die Kirnitschtalbahn 2022.
Die Bahn fährt jede halbe Stunde. Und ich muss sagen, diese 8 Kilometer lange Fahrt ist einfach ein Erlebnis. Endstation ist der Lichtenhainer Wasserfall mit dem gleichnamigen Restaurant und Hotel. Und ich weiß, ich komme bestimmt wieder, wenn nicht dieses Jahr, so im kommenden Jahr.